So, der fünfte Tag bricht an. Und wir haben wieder unsere neue Aufgabe. Wir brauchen immer noch Fiber und Timber. Und wir haben ja natürlich noch unsere Aufgaben, dass wir noch den Darren, den alten Glatzkopf, verprügeln müssen. Wo ist er? Da ist er. Gut. Okay. Guten Morgen zusammen. Was haben wir? Haben wir irgendwas, was wir kaufen können? Nein. Hast du irgendwas, was mich interessieren könnte? Ja, Duct Tape und die Stepladder, aber jetzt noch nicht. Und Brad, alter Freund und Kupferstecher, hat die Fiber. Will 55 dafür haben. Okay. Okay. Ist kein Problem. Du musst nur so lange das Zeug behalten, bis ich die Kohle entweder vom Arbeiten habe oder das Zeug vom Darren. Jetzt kommt gleich aber erstmal das Frühstück. Die Zeit kann ich nutzen, um noch ein bisschen Stärke aufzubauen. Stärke ist nämlich auch gleichzeitig HP, wie ich ja erzählt habe. Wie wir alle Leute hier wissen, die sich immer wieder meine Videos angucken, beziehungsweise hier von dem Escapist. Und deswegen nutzen wir die Zeit, wir sind sowieso fett genug, um wieder mal ein paar Einheiten Bankdrücken zu vollziehen. Weil ich schaue mal gerade, ich überlege gerade, wir könnten jetzt auch natürlich jetzt noch durchdrücken und durchlaufen, bis es Zeit ist zum, ja, halt den Mund, ich will jetzt nicht. Ich will jetzt nicht. Ich muss jetzt hier trainieren. Ich mache jetzt noch auf 40. Dann gehe ich... Ja, ich weiß. 40. So, Metal Shop Work. Okay. Aber ich muss jetzt erstmal ein bisschen duschen. Okay, dann ist das... Ach komm, ich lasse den Scheiß mal einfach hier liegen. Lass den Scheiß hier liegen. Ich brauche den Kack nicht. Ich kann das Ding nass werden. So, was sagt der Mann? Dings? Ja, guck mal, das sieht doch schon aus wie jemand, der weiß, was er tut. So, ich habe bis 1 Uhr Zeit, das Ganze zu machen. Das geht eigentlich ruckzuck. Ja, halt den Mund. Ich weiß, dass ich in der Arbeit sein muss. Das ist ja schlimmer wie in meiner wirklichen Arbeit. Alter, ja, ich bin doch schon da. Chill doch mal. Haben die mich jetzt erschossen, weil ich nicht in der Arbeit war? Sind die doof? Die können mich doch nicht erschießen, weil ich nicht bei der Arbeit bin. Ja, ich bin unterwegs. Wenn du mir... Alter Vater, das ist ja, das sind ja Maßnahmen hier. Muss auf jeden Fall in einem texanischen... Ah, jetzt kann ich das hier aufnehmen. Genau. Muss auf jeden Fall in einem texanischen Gefängnis sein. Weil in unserem Gefängnis... Also ich glaube nicht, dass das in deutschen Gefängnissen so ist. Ich war zwar schon mal in einem Gefängnis als Gast... Aber gut, ich weiß, ich kann es nicht sagen. Ich bin auch nicht wirklich scharf drauf, das jemals als Insasse zu erleben. Was ist das denn da unten? Hängt er da unten fest? Oh mein Gott, ist da... Oh, das ist, glaube ich, so der Trau... Der hängt da unten echt fest. Das ist, glaube ich, der traurigste Ort, wo man sein kann. Na, wie lege ich das denn ab? Ah, so. Gott, dann brauche ich morgen nicht so viel arbeiten. Ich nehme nichts mit. Meine 105. Oh, das ist ja traurig. Officer Samuel. Oh nein, du tust mir so leid. Hey, hol dir mal da raus, deinen Kollegen. Das ist echt traurig. Hide, man kann sich hier verstecken. Das ist ja nice. Julian. Hey, Julian. Hast du einen... Oh. Ein Schlagstock. Aber nee, ich kann das nicht hier drin kaufen. Ich muss das hier kaufen. Hier muss ich das kaufen, nämlich. Komm, ich kaufe das mal. Und jetzt muss ich mich beeilen, weil nämlich eine Waffe können sie mir nicht wegnehmen. Hahaha. Stimmt, das war so. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken nochmal. Es war beides den Darren. Okay, ja, stimmt, Mr. Glatzkopf. Wo ist er? Wo ist er? Wo hat er sich versteckt? Da kommt er. Okay. Nach dieser Aufgabe bist du auf jeden Fall fällig. Beziehungsweise nach... Raphael, hast du immer noch die File? Ach, da hat die ja schon gar nicht mehr. Julian hatte, glaube ich, nie eine File. Hm.
Greg. Ja, dann verprügle ich auch mal einen Julian. Ist mir egal. Ich bin hier wohl der Haus- und Hofprügler. Ob das jetzt einen mehr oder weniger macht, ist auch nicht. Darren? Ja, wir gehen erstmal Darren jetzt verprügeln. Wo ist er? Verschwinde bitte. Ja, genau. Oh ja, das war ein Fehler, in der Dusche zu sein. Ach, gar nichts macht er. Würdest du bitte verschwinden? Einmal das hier. Und einmal das hier. So, jetzt. Ich kann. Jetzt schleppe ich den mit mir rum. Wie lustig. Hi. Ich möchte von dir jetzt was kaufen, nachdem ich dich verprügelt habe. Nee, möchte ich eigentlich gar nicht. Julian, du bist der Nächste. Bleib hier, Julian. Julian. Wo bist du, Julian? Nirgendwo? Was habe ich denn jetzt gemacht? Wie lustig ist das denn? Ich kann die Complete. Oh mein Gott, das hat er gar nicht gemerkt. Hä? Warte. Ah. Wie lustig ist das denn? Der hat gar nicht gemerkt, dass ich das illegale Item hatte. Lucky. So, Julian. Bist du Scheißer? Was? Ah, da ist er. Geh mal raus, genau. Jetzt komm her. Friss Scheiße, Julian. Friss Scheiße. So. Zack. Hab ich das auch fertig. Hier. Ich hab nichts gemacht. Der lag da schon. Dinner. Dinner ist gut. Ich glaube, ich werde jetzt zum ersten Mal wirklich mal wieder was essen. Seit Tagen. Weil das refresht auch meine HP. So, ich habe jetzt nichts mehr. Next shower. Nee. Nee. Shower, nee, auch nicht. Also für Dinner. Darren, das ist bestimmt irgendwas für mich. Brad. Nee, Dirty Magazine brauche ich auch nicht. Ich brauche mein verdammtes Dings. Na, egal. Ja, halt den Mund. Ja, ich muss trainieren. Trainieren ist wichtig. Ah, jetzt, guck mal. Ich bin nur schon mal vorgelaufen, um meine Exercises zu machen. Und da läuft da gerade einer in mir drin, ne? Ey, Kollege, das hier ist mein Laufband. Kannst du nicht einfach so nehmen? Das ist schon besetzt. Du kannst da oben mal schön pumpen gehen. You're staring at my abs. Ich schaue dir bestimmt nicht auf deine Dings. Aber ich glaube, der Julian, der hat ja mal gelegentlich so ein bisschen auf die Brust geschaut oder auf den Bauch. Ich würde ihn ja mal verprügeln. Ich kann das auch für dich machen, wenn du möchtest. Man kann mich für kleines Geld anheuern, ob das der Grund ist, warum ich hier angekommen ist. Ja, guck mal, die beiden, Greg und Levi, das Liebespärchen. Distract the Guards. Nee, ich möchte die Guards aber nicht distracten. Folie, Crowbar. Naja, nur eine Crowbar brauche ich leider nicht. Oh, Crafting. Ah, nee. Wobei, wenn ich jetzt hier... Riskiere ich's? Ich riskiere es. Oh, das hat keiner gesehen. Ja, ganz cool. Grinsen und winken. Niemand sieht, dass ich die Pfeile hier habe. Und einfach nur ganz lieb sein. Keine Aufmerksamkeit. Das nächste auf meinem Plan ist Timber. Jetzt brauche ich nämlich nur noch den tollen Timber. Habe ich Aufträge? Ich bin keine Aufträge. Ich will irgendwelche Aufträge machen. Erstmal muss ich die Pfeile verstecken. Das ist wichtig. Nein, nicht hier. Die Pfeile verstecken. Denn, nein. Eigentlich müsste ich wissen, Hallo. Was? Ich möchte nur... Ich muss nämlich auch aufpassen. Ich hätte vielleicht lesen sollen, welche Dinger heute dran sind.
Okay, ich habe jede Menge Putty. Ich brauche noch Kleber, Klebstoff zum Beispiel oder Timber. Hier ist nichts. Nur no, ist nichts zum Guard. Out to the Guards. Buster. Okay, Buster kann ich verprügeln. Ich weiß nicht, wer Buster ist, aber gucken, sehe ich ihn hier schon? Nein. Hier ist nichts. Bist du Buster? Na, ach, Julian, mein Freund. Hank, Rick, Galvin, Buster. Okay, du bist ein Glatzkopf. Oh, jawohl, Kleber. Ich glaube nicht, dass jemand Timber, also Holz in seiner Dings hat. Ja, ja, es ist schon gut, ist schon gut. Ich bin ja schon raus, Chill mal. Oh, ein Cup. Ich könnte mir ein wunderschönes Glas heiße Schokolade machen, wenn ich Schokolade nehmen würde. Aber ich glaube nicht, dass das im Gefängnis so wirklich wichtig ist, dass ich heiße Schokolade nehme. Ich könnte natürlich auch... Das nehme ich und das nehme ich, weil das kann ich nämlich zu... was war das? Plastik. Geschmolzen Plastik. Was ich nachher für die Schlüssel brauche. Um die Schlüssel zu... Pack of Playcards. Ja, Talcum brauche ich auf jeden Fall. So, wir suchen jetzt nochmal schön die ganzen Sachen. Oh, Superglue, immer gut. Superglue ist super wichtig. Haha, pun intended. Weil, ja, wie schon. Eine Sock, ich meine. Ah, ich habe jetzt schon das den Schlagstock. Aber mit der Socke kann man so richtig schön Full Metal Jacket. Oh, Ink, nice. Kann man schön Full Metal Jacket-like sich so eine Socke mit einer. Na. Ich komme jetzt nicht drauf. Socke mit einer Seife drin machen. Und das ist lustig, weil es wahr ist. Und man kann sich da richtig schön. Ich lege das jetzt erstmal hier alles rein. So. Ich kann dann gleich noch craften, wenn Lockdown ist. Ich glaube, um 10 ist. 10 ist mein. Ist der Roll Call oder um 11 ist, glaube ich, Licht aus. Ich will jetzt noch gucken, dass ich hier noch so viel wie möglich. Na, ich habe jetzt 2 Ink. Ja, ich komme sofort. Komm sofort. Da, guck mal, unten laufen auch noch welche. Oh, eine Battery. Was war nochmal mit einer Battery? Irgendwas konnte man mit einer Battery. Eine Candle konnte man mit einer Battery bauen. Und noch irgendwas. Ich weiß zwar jetzt nicht genau, was man mit einer Kerze soll, außer im Dunkeln gleich leuchten. Ah, ne, davon brauche ich nichts. Ah, du hast auch kein Timber. Es wäre jetzt schon mal gar nicht so schlecht, wenn irgendjemand mal Timber hätte zu verkaufen. Damit ich... Oh, noch eine Feile. Ich kaufe mal einfach eine. Keiner gesehen. Weil eine Feile, die braucht man nicht. Schau mal eben nach, während ich hier im Kohl damit. Ja, die brauchst du eigentlich für alle möglichen Sachen, wie zum Beispiel Cutters, also Schere oder eine Schaufel. Genau. Timber. Oh ja, ja, okay. Das ist die Zeit zum Licht aus. Ich gehe hier rein. Und jetzt ist die Zeit gekommen, um ein wenig zu craften. So. Okay, die kommt da rein. Und der Leiter kommt raus. So, wir haben geschmolzenes Plastik. Ach, der Leiter verbraucht sich dabei. Oh, das ist natürlich nicht so. Ist natürlich nicht so geil. Hm. Wir haben jetzt eine Menge Putty. So, nehmen wir das mal raus, tun das mal rein. Wie war nochmal mit dem Superglue, mit dem Pappmaché? Ah, ich glaube Klopapier und Kleber, ne, war's? Das nehme ich raus, damit ich mal so ein bisschen Ordnung hier reinkriege. So, jetzt craften wir die beiden Dinger noch. So, und das. Genau, Pappmaché. Und noch ein Putty haben wir.
Das Dirty Magazine, das könnte ich eigentlich wegschmeißen. Ich glaube auch die Seifen sind nicht mehr so wirklich das, was ich brauche. Den Kamm könnte ich... Boah, wie viele Putties habe ich denn hier? Wenn die irgendwann mal meine... Kann ich das hier nicht? Ach, Flasche, okay. Oh nein. So, bitte. Shit. Oh nein. Oh nein. Ich hoffe, die geben mir jetzt nicht irgendwie... Oh, fuck. Ich hätte es vielleicht in einem anderen... Oh, Kacke. Nein, die nehmen mir wahrscheinlich meine ganzen Sachen weg. Da kommt nichts mehr raus. Ich will das nicht. Naja, gut. Kann man nichts machen. Mal gucken, ob die mir meine ganzen Sachen wegnehmen. Ich hoffe nicht. Ich... Scheiße. Jetzt brauche ich wahrscheinlich so einen Plumber. Kann ich... Ah, the toilet is blocked. Scheiße. Oh nein, das wird... Naja, egal. Gut, wir werden jetzt hier mal Pause machen, gucken, ob wir Probleme damit haben, dass wir das Klo gesprengt haben oder überflutet haben. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall so einen Plumber, um das rauszuholen. Müssen wir gucken. Hofft mit mir, dass ihnen meine ganzen Sachen nicht geklaut werden. Und in dem Sinne, habe die Ehre.